Welcome. Benvenuti. Bienvenidos. Hochgehaltenes. Marhaba. Willkommen. Ja, erstmal herzlich willkommen an alle Lehrerinnen und Lehrer aus Deutschland, habe ich gesehen. Es kommen die meisten, aber auch, wie Frau Wesseli schon gesagt hat, aus Ländern, in denen etwas schöneres Wetter ist. Ich freue mich wirklich, dass wir dabei sind. Wieder bei einem Lektürethema. Das schweigende Klassenzimmer gehört zu einer Lektürereihe, die Selbsterfindungen heißt. Und für mich persönlich ist das Thema Lektüren immer eine attraktive Ergänzung für einen modernen, lernerorientierten Unterricht. Vor allen Dingen ist für mich der Schwerpunkt, liegt auf Spaß. Das ist mir das Wichtigste, dass man die Schülerinnen und Schüler dazu motiviert, gerne zu lesen. Und durch den Lesespaß Erfolge zu erreichen und auch die Lesekompetenz zu fördern. Bei dem schweigenden Klassenzimmer kommt noch hinzu, dass man da auch ganz besonders gut landesmündliche Kenntnisse über Deutschland und die deutsche Geschichte vermitteln kann. Was uns besonders wichtig ist auch, dass wir den Schülerinnen und Schülern vermitteln wollen, dass sie Lust bekommen, genau diese Lektüre zu lesen. Und dafür müssen wir natürlich sie gewinnen, denn die Schüler können es nur lesen, wenn wir sie dafür motivieren können, dieses Buch im Unterricht einzusetzen. In der heutigen Zeit, und gerade in den letzten 2 Monaten, sehen wir, dass es aber auch wichtig ist zu schauen, wie kann man Unterrichtsmaterialien, insbesondere auch Lektüren, vielleicht online im Unterricht einsetzen. Und das werden wir zeigen, dass dann dieses ganz gut möglich ist. Ich habe mir Birgitta Fröhlich als Unterstützung dazu geholt, weil wir viele, viele Jahre gemeinsam im Goethe-Institut in Madrid gemeinsam Literaturkurse im Team-Teaching gegeben haben. Und zwar in Kursen ab dem Niveau Ende B2, Anfang C1. In diesen Kursen waren oft aber auch Muttersprachlerinnen dabei. Also von daher sind sozusagen unsere Unterrichtskonzepte, wie ich jetzt gesehen habe, nach der Umfrage im Eingangsbereich, sind sie zu 65% in Kursen aus dem DAF-DATS-Bereich oder auch in gemischten Kursen mit Muttersprachlern und DAF-Lernern, aber auch 35% sind unterrichten ausschließlich Muttersprachler. Ich denke, dass wir mit dem, was wir heute hier vorstellen, in eine Richtung gehen, die auf jeden Fall Anregungen für alle Teilnehmer, wo alle Teilnehmer Anregungen bekommen können. Okay. Dann möchte ich Ihnen jetzt zunächst einen Überblick geben über die Struktur, was Sie hier heute genau erwartet. Das erste wird ein Überblick sein über die Materialien, die zur Verfügung stehen. Dann ganz konkret über den Einsatz im Unterricht, wie wir uns das vorstellen, was man vorschlagen könnte. Vor dem Lesen, während des Lesens und nach dem Lesen. Gibt es noch für den Online-Bereich Apps und Tools, die wir Ihnen vorstellen möchten. Und wir würden gerne darüber sprechen, in welchen Fächern man das Drehbuch ganz gut einsetzen kann. Dann gibt es noch eine kleine Liste an Zusatzmaterialien und am Ende natürlich wie immer ein Fazit. Wunderbar. Dann steigen wir jetzt direkt ein und kommen zu dem Überblick. Sie sehen hier das Drehbuch, das ist das Besondere der Lektüre, dass es sich nicht um einen Roman oder Kurzgeschichten handelt, sondern um das Drehbuch zu dem gleichnamigen Film. Und in diesem Drehbuch finden Sie eine Besetzungsliste, einen kurzen Artikel oder eine Legende über Filmsprache, 2 Texte über den Kontext von dieser Geschichte und ein Interview mit dem Drehbuchautor Lars Kraume. Dann gibt es noch
wie Frau Wesseli auch schon gesagt hat, natürlich den Film, von dem dieses Drehbuch ist. Und das ist im Prinzip so dieses Gesamtpaket, sagen wir mal, mit dem Sie theoretisch im Unterricht dann und auch praktisch natürlich arbeiten können. Wie kann man das im Unterricht einsetzen? Wir schlagen vor, dass man das einsetzt, ja, dass man zu Hause dieses Drehbuch im Prinzip liest und dass man, wenn man jetzt, wie wir jetzt gerade in Corona-Zeiten sehen, vor dem Problem steht, dass man eben nicht immer im Unterricht präsent ist, sondern die Schüler auch viel zu Hause, von zu Hause leisten müssen, sehen wir, dass es adaptierbar ist für den Online-Unterricht oder zumindest für Online-Phasen. Sie fragen sich sicher ab, wann man dieses Buch einsetzen kann. Für uns ab Klasse 9 denkbar, also in den deutschen Schulen, also nach dem deutschen Schulsystem so ungefähr ab Klasse 9 mit ungefähr 14 Jahren kann man das Buch sehr gut einsetzen. Oder aber im DAF-Bereich ab Ende B2, Anfang C1, da könnten wir uns das sehr gut vorstellen. Dann kommen wir schon zu dem Punkt vor dem Lesen. Und vor dem Lesen ist für uns ganz wichtig bei diesem Drehbuch, weil ein Drehbuch ja schon mal etwas anderes ist, als woran die Lerner normalerweise gewöhnt sind. Deswegen macht es Sinn, sozusagen vor dem Lesen vorzuschalten und nicht sofort in den Leseprozess einzusteigen. Und dafür würde mich jetzt interessieren, ob Sie das Drehbuch gelesen haben oder ob Sie den Film gesehen haben. Und dafür starte ich jetzt eine Umfrage, an der Sie bitte teilnehmen. Okay, ich sehe schon, Sie nehmen fleißig teil. Die meisten haben den Film nicht gesehen und auch das Drehbuch nicht gelesen. Ein paar wenige sind dabei. Das ist sehr schön. Dann weiß ich so ein bisschen Bescheid, wie intensiv wir sozusagen weiter ins Detail gehen müssen. Wunderbar. Dann. Weiter. Wir schlagen vor, dass Sie auch mit Ihren Schülern, wenn Sie einsteigen, sagen, nicht mit dem Buch selbst einsteigen, sondern mit dem Filmtrailer sozusagen, um erstmal so eine grobe Idee zu bekommen, worum geht es eigentlich und sich ein bisschen an die Geschichte und an die Personen zu nähern. Und dafür sehen wir jetzt auch gemeinsam jetzt den Trailer. Und ich möchte Sie aber bitten, während des Sehens sich Notizen zu machen. Und zwar zu den Fragen, welche Themen spielen eine wichtige Rolle? Wo und in welcher Zeit spielt die Geschichte? Und welche Personen erscheinen Ihnen jetzt erstmal wichtig, wenn Sie den Trailer sehen? Ja, also wie gesagt, gut, wenn Sie beim Sehen sich Notizen machen könnten. Ich aktiviere jetzt den Trailer und für die meisten wird er jetzt so automatisch aufgehen. Wenn wir mit Tablets oder Handys zugeschaltet sind, stellen wir den Link in den Chat. Falls es sich bei Ihnen nicht automatisch öffnet.
Vielen Dank für die Rückmeldung, dass es bei einigen ja auf jeden Fall funktioniert hat. Wir warten jetzt noch mal einen Moment, dass auch die, die sie später angeklickt haben, das noch schauen können. Super. Sind alle wieder zurück? Es ging über den Link. Ja, wenn es über den Link ging, dann gehe ich jetzt mal davon aus, dass alle wieder. Schön. Dann gehen wir weiter. Sie haben jetzt einen Einblick bekommen in den Film. Ich habe schon im Chat gesehen, dass manche geschrieben haben, dass sie es mega spannend gefunden haben. Dann kommen wir nämlich schon zu der ersten Frage. Welche Themen spielen eine wichtige Rolle in diesem Trailer und somit auch in dem Drehbuch? Was meinen Sie? Dafür habe ich eine Frage für Sie vorbereitet und ich möchte Sie bitten, dass Sie in die Umfrage reinschreiben, welche Themen eine wichtige Rolle spielen, aber möglichst alle Themen gleichzeitig schreiben und dann erst abschicken, wenn das geht. Weil Sie können nicht mehrfach abstimmen. Okay, ich denke, ich werde jetzt die Umfrage einmal beenden. Und es kann jetzt nicht mehr abgestimmt werden. Ich versuche jetzt das. Können Sie alle die Ergebnisse sehen? Weil ich sehe sie selber nämlich nicht. Ich weiß nicht, was hier technisch gerade passiert. Ist. Kann mir da jemand helfen? Sind die Antworten weg? Es hat leider gerade die Antworten gelöscht. Ich weiß nicht warum. Ich konnte die Antworten vorher sehen. Die sind jetzt allerdings verschwunden. Ich versuche einmal die Umfrage aus und wieder einzublenden. Vielleicht tauchen sie dann wieder auf. Ansonsten muss ich hoffen, dass die bei uns in im Archiv gespeichert sind und wir die nachträglich sehen können. Okay, also Kleinen Moment. dann machen wir das jetzt andersrum als geplant. Dann frage ich Gruppe direkt, Birgitta, wie war das für dich, als du den Trailer gesehen hast? Welche der Themen spielen für dich die wichtigste Rolle? Ja, hallo. Für mich die Themen, die eine wichtige Rolle spielen aus dem Trailer, ist zuerst Zusammenhalt. Das habe ich auch ganz viel in dem Chat gelesen. Alle schweigen. Sie sagen, wenn man zusammenhält, dann können sie uns nichts anhaben. Das ist für mich das eine große wichtige Thema. Und das andere, das ein bisschen indirekter aus dem Trailer rauskommt, ist die Manipulation. Aber ich finde schon, wenn man die Einstellung im Trailer sieht, wie werden die Figuren gezeichnet, dass man schon weiß, nach einem Klassenzimmer, wo dann gefragt wird, ich brauche nur einen Namen, dass es auch ganz viel mit Manipulation zu tun hat. Das sind die beiden Themen, die für mich am wichtigsten waren. Ja, das sind, glaube ich, auch Themen, die ich gesehen habe, während Sie eingegeben haben. Ja, Manipulation und Zusammenhalt. Kann man das jetzt sehen, was hier jetzt
drinnen steht. Leben in der DDR sehe ich, Zivilcourage, Geschichte der DDR, Mut auch Thema. Noch mal einmal kurz zu. Ich habe die Ergebnisse auf dem Server. Ich werde gleich eine neue Freigabe einschalten. Dann kann ich einmal kurz diese Ergebnisse einblenden. Das dauert jetzt kurz 2 Minuten. Dann sind die Ergebnisse da. Wunderbar, dann machen wir es jetzt einfach so rum, dass ich jetzt erstmal die zeige, die wir gesammelt haben, neben denen, die Birgitta schon genannt hat, und dann schauen wir uns hinterher die an, die Sie alle genannt haben. Also zum einen das Leben in der DDR, das ist ein ganz wichtiges Thema, wie Sie schon auch im Trailer gesehen haben. Das Gegeneinander ausspielen, die Manipulation, von der Birgitta gesprochen hat. Meinungsbildung, ja, in dem Alter, in der Abitursklasse, eine politische Meinung sich zu bilden, Position zu ergreifen, mutig zu sein, für seine Meinung einzustehen. Erwachen die ersten kritischen Gedanken vielleicht zu formulieren, dass nicht all das, was einem vorgelebt wird, so ideal ist. Protest, ja, die Schweigeminute, die Sie sehen im Trailer, ist ein ganz wichtiger Aspekt, ja, die ersten Proteste in diesem Alter. Solidarität und Zusammenhalt, das sind die Themen im Prinzip, die ganz wichtig sind und was über allem steht, was Sie auch schon im Trailer gesehen haben, ist das Thema Verrat. Ja, wo wir gesehen haben, ja, wir brauchen einen Namen, wir brauchen einen Namen. Sie wollen, dass Sie den Namen des Redelsführers bekannt geben. So, jetzt sehen wir die Ergebnisse. Sehen Sie die jetzt? Jetzt müssen Sie sie sehen, oder? Aber jetzt kann man sie nicht lesen, weil sie recht. So, jetzt, sehr schön. Meine Güte. Ja, man sieht es. Sie waren sehr aktiv dabei und es sind mehr oder weniger die Themen, die wir auch gesammelt haben. Ja, Widerstand im Zusammenhang mit Protest. Freiheit ist auch ein wichtiges Thema. Und was mich persönlich auch jetzt nochmal überrascht ist, Generation. Ja, das passt natürlich auch, das haben wir nicht mit drin, aber es passt natürlich. Und rein als Geschichtsthema, der Ungarnaufstand ist auch ein wichtiger Thema, wichtiges Thema. Genau, sehr schön. Gut, dann kommen wir zum nächsten Thema. Und zwar, wo und in welcher Zeit spielt die Geschichte? Das ist die Frage, das ist die nächste Frage. Und das ist auch schon die nächste Umfrage. Und ich hoffe, dass es da jetzt gleich besser klappt. Da möchte ich Sie wieder bitten, einmal in das Feld zu schreiben, wo und in welcher Zeit spielt diese Geschichte. Ja, da kommt es Ende der 50er, DDR, 1956. Das geht flott. DDR, ja, genau. Okay, da scheint der Trailer ganz, ganz eindeutig zu sein. Sehr schön, vielen Dank. Dann beende ich dann direkt die Umfrage. Ah ja, danke, Herr Strotter. Sie haben, ich sehe gerade im Chat, Sie haben geschrieben, alle Themen sind brandaktuell. Ja, den Bezug herzustellen zur Aktualität bietet sich natürlich bei den Themen an. Gut, also wo und in welcher Zeit? Sie haben es schon gesagt. Moment. Wir befinden uns in der ehemaligen DDR. Ja, wir sind im Bereich Deutschlands. Die Geschichte spielt in Stalinstadt, Eisenhüttenstadt. Ja, das sehen Sie da, wo der Pfeil ist, ungefähr 120, 123 Kilometer südöstlich von Berlin. Es ist eine Stahlstadt sozusagen, eine Stadt, die um ein Stahlwerk herum geplant wurde und eine Vorzeigestadt der DDR war, die als
sozusagen eine perfekte Arbeiterstadt gebaut wurde in dieser Zeit. Und es spielt in der Zeit des Ungarnaufstands, das einfach eine, also in diesem Fall eine sehr wichtige Rolle spielt, wie Sie im Trailer ja auch schon gesehen haben, dass die Abiturklasse von diesem Ungarnaufstand erfahren hat und beschließt, einen stillen Protest in der Schule zu machen, indem sie eine Schweigeminute einberufen, von dem sie natürlich dem Lehrer nichts sagen. Und dass sie darüber dann in relativ schwierige Situation geraten. Ja, 1956, wie Sie auch schon gesagt haben. Dann dass man dabei im Blick hat, wie sah das denn damals aus in der ehemaligen DDR? Ja, es begann halt dort schon mit der absoluten Abschottung vom Westen. Und was man aber nicht vergessen darf, ist, dass 1956 die Mauer noch nicht gestanden hat. Also das ist alles vor dem Berliner Mauerbau spielt. Also wir sehen, es ist relativ komplex, sagen wir mal, ja, wie das einzuordnen ist. Und deswegen sind wir der Meinung, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass man vor dem Lesen den Schülern die Möglichkeit gibt, das Ganze erstmal einzuordnen und sich zu situieren. Und dafür bietet das Buch eine ganz gute Möglichkeit. Es hat zwei kurze, die einen Überblick über den Kontext vom steigenden Klassenzimmer geben. Und zwar gibt es einmal einen kleinen, kurzen historischen Kontext, einen Überblick, und es gibt auch einen kurzen Text über die Jugend in der DDR. Und wir schlagen dafür vor, dass man damit dann mit kooperativem Lesen arbeitet, und dafür teilt man dann die Texte in drei Abschnitte und markiert die dann mit A, B und C. Und danach bildet man dann drei gleich große Gruppen mit jeweils, also wo jeder Teilnehmer dann den gleichen Text liest. Also in der A-Gruppe lesen alle den A-Text, ja, den Text mit dem blauen Rahmen. In der B-Gruppe lesen alle den Text mit dem gelben Rahmen. Und in der C-Gruppe alle den mit dem grünen Rahmen. Wie macht man das? Also da lesen die Teilnehmer jeweils den Text einmal durch, versuchen ihn zu verstehen. Dann dreht der erste Teilnehmer seinen Text um und erzählt, was er verstanden hat. Und Teilnehmer helfen ihm sozusagen, falls er was vergisst oder so. Und danach ist der nächste dran. Ganz wichtig ist, dass in jeder Gruppe jeder Teilnehmer einmal diesen Text erzählt hat. Ja, einfach um den Inhalt selbst einmal ausgesprochen zu haben und gleichzeitig auch von den anderen nochmal die wichtigsten Aspekte des Textes gehört zu haben. Danach kommt dann der Schritt, und das wäre dann, die Dreiergruppen zu bilden, mindestens. Ja, also mindestens immer aus jedem Text eine Person, ja, eine A-Person, eine B-Person und eine C-Person. Das sieht dann visuell so aus, wie Sie das hier sehen, eine grüne, eine gelbe und eine blaue Person. Und die informieren sich dann gegenseitig über das, was sie gelesen haben, und so stellen sie im Prinzip sicher, dass ihre Schülerinnen und Schüler dann das komplexe Wissen von diesen Texten einmal sozusagen gehört haben, verstanden haben. Um diese Inhalte, um sicherzustellen, dass diese Inhalte wirklich verstanden wurden, sind wir davon überzeugt, dass es sinnvoll ist, das auszuwerten, und zwar zum Beispiel, dass man mit den Lernern darüber spricht, was für sie neu war, zum Beispiel in den Texten, oder
dass man selbst vorher ein Quiz vorbereitet, zu checken, dass man, jetzt habe ich mich gerade irgendwie verzettelt, weil ich in den Chat geguckt habe. Genau, Sekunde, ich antworte gleich auf die Frage. Also, dass man ein Quiz vorbereitet selber, um dann hinterher ein bisschen spielerisch zu checken, ob sie die Texte verstanden haben. Und oder man lässt die Teilnehmer selbst Aufgaben erstellen und die dann untereinander in den Gruppen sozusagen hin und her geben, um die dann diese Aufgaben zu bearbeiten. Sie fragen im Chat, ob man die Texte vorher entlasten kann. Das kann man. Ich denke, das kommt aber darauf an, was es für ein Niveau ist. Ja, wenn das muttersprachliches Niveau zum Beispiel ein muttersprachliches Niveau ist, dann ist das vielleicht nicht unbedingt nötig und man könnte es erstmal so mit der Kraft der Gruppe sozusagen diese Texte zu verstehen. Wenn das vielleicht B2-Niveau ist, könnte man vielleicht vorher auch eine Wortschatzaktivierung zu dem Thema zu machen, auch zu dem Thema Jugend in der DDR, was wissen Sie schon, oder Geschichte der DDR und so weiter und so fort. Ja? Okay, gut. Um das Ganze visuell auch ein bisschen verständlicher zu machen, sind wir der Meinung, dass der Einsatz von authentischem Bildmaterial und von Realien sehr, sehr sinnvoll ist. Ja, und man kann da sehr schön auch mit Fotos aus dem Internet arbeiten. Also ich habe so viele, viele Fotos bei Pixabay zum Beispiel gefunden. Persönliche Fotos, gerade wenn man in Deutschland lebt, also diese Fotos zum Beispiel, die wir hier haben, sind von Freunden, die jeweils, also zum Beispiel ein Freund von uns, der in der ehemaligen DDR groß geworden ist, oder solche Geschichten, da kriegt man sicher sehr viel authentisches Material auch. Und vielleicht auch Familie oder Freunde. Genau. Jetzt schaue ich gerade noch mal ganz kurz in den Chat. Ah, es geht um das Niveau nochmal, die Frage, ab wann das einzusetzen ist, ne? Ja, genau. Ab Ende B2. Und da muss man vielleicht noch relativ viel auch Wortschatzarbeit machen, aber im Rahmen von, ja, ab C1 ist es sehr, sehr gut einsetzbar, denken wir. Genau. Dann. Ganz wichtig für uns sind, also für uns, für alle, für wenn man das Buch liest, sind die Personen. Die wichtigsten Personen, erstmal so die, um den Schülern irgendwie so einen Einblick zu geben, sind die Schülerinnen und Schüler. Da gibt es Theo, Kurt, Lena, Paul und Erik. Die sind in einer Abiturklasse und die sind circa 17 bis 18 Jahre alt. Ja? Dann gibt es die Eltern, die eine Rolle spielen. Dann gibt es einen Onkel, Pauls Onkel Edgar. Und dann gibt es einen Pfarrer, der wiederum Erichs Stiefvater ist. Auf der anderen Seite spielt die Schule eine wichtige Rolle. Ne? Wir sprechen hier davon, dass sie sich in einer Abiturklasse befinden und der Protest auch in dieser Abiturklasse stattfindet. Das heißt, sie werden konfrontiert zum einen mit dem Lehrer Mosel, mit einem FDJ-Sekretär, der Herr Ringel heißt, und zum Beispiel auch mit dem Direktor Schwarz. Dann spielt auch eine wichtige Rolle zum Beispiel die Kreisschulrätin Kessler, die Sie auch in dem Trailer schon gesehen haben. Warum zeigen wir jetzt diese Personen? Weil das Buch ist natürlich so ein bisschen wie so ein Theaterstück und da kann man sich am Anfang vielleicht ein bisschen, da muss man sich ein bisschen orientieren. Und deswegen schlagen wir vor, dass man erstmal so ein Schaubild den Lernern gibt, damit sie überhaupt eine Vorstellung haben, womit sie da
konfrontiert werden. Und jetzt ist natürlich die Frage, wir hatten Sie vorhin gefragt, wenn Sie den Trailer schauen, welche sind die wichtigsten Personen? Das kann man natürlich erstmal so in einem Trailer so schnell gar nicht sehen. Aber Birgitta und ich, wir haben natürlich das Buch gelesen und deswegen würde ich jetzt ganz gerne Birgitta fragen, wie war denn das für dich, jetzt auch nachdem du den Trailer nochmal gesehen hast und das Buch gelesen hast, welche der Personen hat dich am meisten berührt und auch vielleicht Ja, im Trailer gibt es ja viele verschiedene Personen und es werden wenige mit Namen genannt, aber nach dem Buch sind natürlich die Schülerinnen und Schüler wichtig, aber die Person, die mich wirklich, wirklich überrascht hat, ist die Mutter von Kurt, weil sie sich im Laufe der Geschichte einfach ganz anders verhält, als ich sie eingeschätzt hätte und als ich gedacht habe. Genau. Ja, mich muss ich ganz ehrlich sagen, da muss ich dir recht geben, das ging mir genauso. Die hat mich sehr, sehr bewegt und man begleitet ja die Personen durchs Drehbuch dann auch hindurch. Und mir persönlich zum Beispiel ist der Erik, der auch da im Trailer sehr fokussiert wird, der spielt eine sehr, sehr wichtige Rolle. Der überrascht ein oder mich hat er sehr überrascht. Er kämpft die ganze Zeit aus ganz, ganz persönlichen Gründen für seine eigene Wahrheit und hält auch bis kurz vor Schluss an dem ganzen System fest. Aber ich möchte jetzt da gar nicht so viel mehr verraten. Ja, ich finde nur einfach, dass, um sie so ein bisschen auf den Weg zu führen, er ist wirklich hat eine Schlüsselrolle in der ganzen Geschichte. Haben wir jetzt die Personen so ein bisschen, haben sie so ein bisschen eine Vorstellung, womit sie sich dann auseinandersetzen werden. Und dann ist es ganz wichtig, das wurde auch im Trailer schon gesagt, dass es eine wahre Begebenheit handelt. Ja, Sie sehen hier ein Foto mit älteren Menschen in einer Schulklasse. Das ist Dietrich Gaspar und zwar die Abiturklasse 40 Jahre später. Dietrich Gaspar ist derjenige, der seine Geschichte aufgeschrieben hat von dieser Klasse und der ja im Prinzip durch ihn gibt es eigentlich erst dieses Drehbuch und durch ihn ist der Film entstanden. Man kann auch dieses Buch noch lesen sozusagen. Ja? Das heißt, es gibt im Prinzip diese drei Möglichkeiten. Man hat das Drehbuch, man hat den Film und man hat das Buch, das basiert auf der wahren Begebenheit von ihm, das sozusagen seine Geschichte dokumentiert. Gut, jetzt haben wir vor dem Lesen das ein bisschen das eingebettet und nun möchten wir Ihnen zeigen, wie wir während des damit arbeiten würden. Birgitta und ich, wir haben immer, wenn wir unsere Literaturkurse leiten, ein Lesetagebuch parallel zum Kurs. Wir teilen ein Buch in verschiedene Abschnitte oder Kapitel, damit die Lerner dann zu Hause begleitend dieses Lesetagebuch bearbeiten, während sie lesen. Wir sind davon überzeugt, dass das den Prozess und auch den Leseverstehensprozess unterstützt. Und das bekommt jeder Teilnehmer bei uns normalerweise in Printversion, aber auch jetzt in der heutigen Zeit, wie gesagt, kann man das ja auch online zur Verfügung stellen und Sie können es bei Word dann bearbeiten zum Beispiel. Und wie sieht jetzt so ein Lesetagebuch von innen aus? Wir haben hier jetzt einfach für Sie ein Beispiel vorbereitet, wo wir den ersten Abschnitt bestimmt haben. Für uns ist der erste Sinnabschnitt, sind das die Szenen 1 bis 13. Das ist die Seite 9 bis 20. Und wir haben Ihnen einfach so beispielhafte Fragen gegeben, die den Teilnehmern helfen können, zu Anfang sich ein bisschen zurechtzufinden. Zuerst einmal ist ja ein wichtiger Aspekt, wie Sie selbst die Sprache empfinden, ob Sie es leicht zu verstehen finden. Und was Ihnen beim Lesen noch auffällt,
was vielleicht anders ist als in einem Roman, ja, dadurch, dass es ein Drehbuch ist. Fortschrittsarbeit ist auch wichtig, dass Sie sich Schlüsselwörter notieren und überlegen, wie Sie, welche Schlüsselwörter wichtig sind und warum. Dann spielen ja in einem Drehbuch auch Orte eine ganz wichtige Rolle und die in Verbindung zu bringen mit den Personen kann für die Lernenden sehr hilfreich sein. Und auch sich den Personen dann nochmal so in der Form zu nähern, zu sagen, welche Person ist denn jetzt am Anfang für mich persönlich am wichtigsten? Ja? Und dass sie dann alle Informationen erstmal notieren, die sie zu dieser Person bekommen. Und dann bietet sich das eben auch an, dass man schaut, wie hört jetzt zum Beispiel eine Szene auf? Und diese Szene ist zum Beispiel endet so, dass die Freunde flüchten in eine Hofeinfahrt. Und das bietet sich natürlich einfach an, sich dann zu überlegen, wie geht es wohl weiter, zu spekulieren. Dann wäre im Prinzip der nächste Schritt, dass wir jetzt einmal schauen, wenn Sie sehen, also Sie sehen jetzt hier das Lesetagebuch für die ersten Seiten, dann würden wir jetzt uns mal anschauen, wie die erste Seite schaut und wo befinden wir uns. Ja, wir sehen, wir sind in Berlin, in der S-Bahn-Station Eichwalde und es ist Tag. Und eine S-Bahn steht an einer menschenleeren Plattform. Niemand steigt aus, niemand steigt ein. Berlin, Oktober 1956. Die Stadt ist geteilt, aber ihre Bewohner dürfen sich noch zwischen den Sektoren der Besatzungsmächte bewegen. Ja, genau, also so sind wir jetzt situiert. Und nun wollen wir Ihnen so einen kleinen weiteren Einblick geben in die Art der Dialoge. Und wir sehen jetzt hier, dass wir die Grenzpolizisten haben, die die Papiere der Passagiere kontrollieren. Wir sehen, dass Theo und Kurt, zwei der Schüler, die Kontrolleure beobachten. Die beiden Freunde sind 18 Jahre alt. Und Theo ist sozusagen ein gut gelauntes Schlitzohr und Kurt hat etwas Ernsthaftes und Stilles an sich. Moment. Ja. Genau. Nun kontrollieren die Grenzbeamten einen jungen Mann, als er seinen Ausweis aus der Innentasche der Jacke Was ist das? Zahnbürste heraus. Wollen Sie ausreisen? Nein, ich bin Page, Hotelpage im Kempinski. Ich habe nur eine Nachtschicht, ist für morgen früh. Papiere bitte. Wohin fahren Sie? Südstern. Und du latschst nur mit, oder wie? Nee. Ich habe einen grünen Daumen. Ja, also Sie sehen so ein bisschen, wie der Jargon ist, wie die Melodie, die Satzmelodie ist und so ein bisschen das Ambiente, ja, um sich zu situieren. Das ist, glaube ich, ganz wichtig auch für die Teilnehmer. Wir denken vor allen Dingen auch, dass man sie immer wieder einladen kann, auch wenn sie schon zu Hause gelesen haben, dass man auch weiter mit Emotionen lesen kann im Unterricht oder szenisches Lesen üben kann und so weiter. Dann sehen Sie ja auch, weil vorhin auch jemand gefragt hatte nach, wie kann man irgendwie was vorentlasten oder überhaupt entlasten. Sie sehen hier, dass es Worterklärungen gibt zu Konzepten und zu verschiedenen Wörtern, die vielleicht ein bisschen schwierig sind, auch für Muttersprachler noch. Dann ist es ganz wichtig, wenn man mit dem Lesetagebuch gearbeitet hat, dass man im Unterricht das dann auch auswertet. Also, dass man das nicht so im leeren Raum macht, sondern dass man das wirklich dann auch nochmal thematisiert. Und zum Beispiel hatten wir ja die Frage im Lesetagebuch, was ist euch vielleicht sprachlich aufgefallen? Was war vielleicht anders als im Roman? Und da kommt dann wieder
der Film zur Sprache, nämlich die Filmsprache. Und dafür haben wir ein Quiz geplant. Und dieses Quiz würden wir jetzt gerne, oder machen wir jetzt sehr gerne mit Ihnen. Und da hier sind wir bei dem Quiz. Und da können Sie jetzt bitte alle mitmachen. Ich bin sehr gespannt, was dabei rauskommt. Zum Beispiel die Abblende. Was ist eine Abblende? Was bedeuten diese Abkürzungen in einem Drehbuch? Das ist etwas ganz Wichtiges, womit sich natürlich auch Ihre Lernenden auseinandersetzen, wenn es Muttersprachler sind. Also ich muss sagen, mir waren auch nicht alle Abkürzungen im Drehbuch so klar. Ich weiß nicht, wie es Ihnen da geht. Da kommen ja doch bei manchen Sachen auch mal Zweifel auf. Wie hier bisschen unentschieden, und so ging es mir auch dabei, und deswegen habe ich auch gedacht, dass mein Quiz vielleicht gar nicht so schlecht ist, um uns an diese doch etwas besondere Sprache heranzuwagen. Ja. Um jetzt eine Auflösung zu geben, Sie haben gesehen, die Abblende ist das langsame Abdunkeln des Bildes. Genau, da haben 96,5% recht. Dann Nummer 2 wussten sowieso alle. Bei Nummer 3 ist das, was schwer diskutiert ist hier. Das ist, das Richtige ist, der Dialogsprecher ist nicht im Bild zu sehen. Und bei Nummer 4, es waren alle einverstanden. Und bei Nummer 5 auch, genau. Und Nummer 6 ist richtig. Der Text wird gesprochen, dessen Sprecher nicht im Bild zu sehen ist. Und dann sehen Sie, das hatte ich vorhin schon angekündigt, das Buch bietet eben eine Legende dazu. Lernenden das dann auch noch einmal nachlesen. Und Sie sehen auch hier die Beispiele dafür. Ja, zum Beispiel die Superimposed oder das Ext für Exterior und so weiter. Sehr schön. Im Unterricht, wie gesagt, das Lesetagebuch auszuwerten ist sehr wichtig, mit den Schlüsselwörtern zum Beispiel Tabu zu spielen oder andere Wortschatzspiele. Und dann übergebe ich jetzt an Birgitta. Ja, machst du. Genau. Danke. Ja, wie kann man mit den Fragen aus dem Lesetagebuch umgehen, was wir ganz oft gemacht haben, was auch relativ zeitarm ist in der Vorbereitung, ist die sogenannte Skalendiskussion, die Sie bestimmt auch kennen. Auf einer virtuellen Skala zwischen 1 und 10 müssen sich die Schüler je nach Frage hinstellen. Also, Sie nehmen eine Frage aus dem Lesetagebuch, wandeln sie in eine Aussage um, wie zum Beispiel, ich finde Kurt sympathisch. Und die Schüler stellen sich dann zwischen 1, stimme absolut nicht zu, stimme auf jeden Fall komplett zu, auf dieser Skala auf. Und dann besprechen sie, wo stehen die Schüler und Schülerinnen und warum stehen sie dort. Bei großen Gruppen haben wir es gemacht, dass sie sich dann erst in kleinen Gruppen austauschen, dort hingestellt haben und nur dann das Gruppenergebnis dann dem Plenum erzählen. Das ist eine Form, die immer sehr, sehr gut und sehr gut funktioniert und einfach in der Vorbereitung ist. Eine zweite ist die Sprechmühle, die vielleicht auch, Sie kennen es vielleicht unter Atom 3. Musik läuft, die Schüler und Schülerinnen gehen durch den Raum, sie stoppen die Musik und nennen eine Zahl zwischen 2 und 5. Und so viele Schüler müssen sich zusammenstellen als Gruppe. Sie geben eine Frage in die Klasse und die Schüler beantworten und sprechen über diese Frage so lange, wie es keine Musik gibt. Sobald sie die Musik wieder anmachen, laufen die Schüler wieder im Raum herum. Dann haben wir noch, ja, danke, Birgitta, genau, dann haben wir noch die sogenannte Ampeldiskussion, die sich hier auch anbietet, insbesondere für auch für Thesen oder so Meinungsfragen. Was ist eine Ampeldiskussion? Da legt man einen roten Zettel aus in die eine Ecke, einen
gelben Zettel in die andere und einen grünen Zettel in die wieder andere Ecke. Und zu einer Frage zum Beispiel, muss man immer ehrlich sein oder man muss immer ehrlich sein, stellen sich alle, die der Meinung sind, dass das nicht so ist, zu dem roten Zettel. Die sagen, bin ich mir jetzt nicht so sicher, stellen sich in die gelbe Ecke und die sagen, ja genau, man muss immer ehrlich sein, stellen sich dann in die grüne Ecke und dann diskutieren sie gemeinsam über den Grund, warum sie sich dort positioniert haben und dann kommt das Ergebnis der jeweiligen Diskussion dann noch einmal ganz kurz in die Großgruppe. Eine weitere Möglichkeit ist die Vier-Ecken-Diskussion. Da könnte man vier Fragen aus dem Lesetagebuch zum Beispiel aufgreifen und in die vier Ecken verteilen und dann müssen die Teilnehmer von Ecke zu Ecke rotieren und dann über diese Fragen sprechen, die sie halt schon vorher auch vorbereitet haben zu Hause. Gut. Weitere Fragen und Ideen fürs Lesetagebuch, die sich immer anbieten und die ganz gut funktionieren, sind zum Beispiel Fragen zum Inhalt, Fragen zur Diskussion. Die kann man zum einen selbst formulieren. Aber was wir immer sehr gerne machen, ist, dass wir die Teilnehmer selbst so eine Frage formulieren lassen, damit man dann damit im Unterricht weiterarbeiten kann. Einen Lieblingssatz zu bestimmen aus den Abschnitten oder einen Lieblingsabsatz, warum man genau diesen Satz gewählt hat. Eigene Szenentitel zu formulieren, denn im Drehbuch sind die ja immer sehr pragmatisch, sagen wir mal, weil sie ja den Ort und die Zeit einfach angeben. Charakterisierungen von den Personen anzugeben oder auch das Verhältnis zwischen Personen zu zeichnen. Ja, also wie versteht sich Theo mit seinem Vater oder wie ist das Dreieck zwischen Theo, Kurt und Lena zum Beispiel. Ja, das sind alles so Sachen, die man sehr gut einfach auch während des Lesens sich dazu Notizen machen kann. Und auch die Rolle der unterschiedlichen Personen in der Gesellschaft bieten sich jetzt hier gerade bei diesem Buch an. Dann ist etwas, was hier auch wirklich von sehr, sehr großer Bedeutung die Personen eine so unglaublich große und wichtige Rolle spielen, wäre, dass sie mit den Teilnehmern entscheiden, dass jeder sich für eine Person verantwortlich fühlt und sozusagen eine Wandzeitung zum Beispiel entwickelt wird, dass man über den ganzen Leseprozess hinweg eine Person zu einer Figur aus dem Drehbuch fortführend sozusagen Informationen sammelt und das Bild dann immer größer wird zu der Person, dass man nachher am Ende ein komplettes Charakterisierung hat, aber auch alle Hintergründe zu der Person hat, die halt das Drehbuch im Prinzip gibt. Das kann man, wie gesagt, mit einer Wandzeitung machen, im Präsenzunterricht oder auch mit einem Padlet. Wir haben hier ein kleines Beispiel mal vorbereitet. Und zwar haben wir hier oben die Namen eingegeben und dann Themenbereiche festgelegt. Das kann jeder so machen, wie er das gerne möchte. Dann, also und das bietet sich natürlich an zum einen im Präsenzunterricht, aber natürlich auch im Online-Unterricht. Und das ist das Schöne an diesem Padlet ist, dass es eine kollaborative Methode auch ist. Online zu arbeiten. Und dass es halt immer weiter wachsen kann, wie Sie hier an diesem kleinen Pluszeichen sehen, falls Sie das noch nicht kennen. Man kann das immer weiter fortführen. Man kann zu jedem Zeitpunkt auch wieder darauf zurückgreifen oder hier auch wieder reinklicken, um was zu korrigieren oder zu ergänzen. Wie gesagt, ich sprach gerade von kollaborativem Lernen. Da gibt es noch viele andere Möglichkeiten, zum Beispiel auch mit Kahoot zu erstellen oder während des Lesens auch ein Lesevideo mit der Handykamera der Lernenden
zu drehen zu einem bestimmten Aspekt, ein Leseplakat mit einer Pikolage zu erstellen, zum Beispiel mit der App, oder wie eben schon gesagt, das Padlet jetzt in dem Fall von den Personen, aber das kann man ja auch zu geschichtlichen Themen oder zu der Jugend in der DDR allgemein, also auch eher zu allgemeineren Themen eben erstellen lassen. Und dann gibt es auch noch die Möglichkeit, zum Beispiel, wenn Sie jetzt eine Präsentation vorbereiten mit vielen verschiedenen Bildern, mit der App VoiceThread zu arbeiten. Da können die Teilnehmer dann selbst mit ihrer eigenen Stimme über die Bilder legen. Und dann könnte man das dann auch sowohl online als auch im Präsenzunterricht präsentieren. Ja, und dann, was ich vorhin schon einmal kurz angesprochen hatte, dass die Teilnehmer eben auch während des Lesens immer wieder eigene Aufgaben erstellen und die denen dann den anderen Teilnehmern geben, die dann bearbeiten sollen und so zu sichern. Dann sind auch Theaterelemente eine ganz schöne Sache, die man in diesem Drehbuch natürlich einsetzen kann im Unterricht während des Lesens, also dass man nicht wartet, bis das Buch zu Ende ist. Das kann man natürlich auch hinterher noch machen. Die Übergänge sind dann natürlich fließend, auch bei allen Methoden, die wir jetzt vorgestellt haben. Aber es macht natürlich auch Sinn, immer wieder zwischendurch, um das Ganze auch lebendiger zu machen, damit sie sich besser in die Figuren hineinfühlen können, mit Theaterelementen zu arbeiten. Und das bietet sich natürlich bei den vielen schönen Dialogen an. Dann gebe ich Ihnen hier aus dem DERDIDAF-Portal. Das ist eine wahre Fundgrube für verschiedene Methoden, unter anderem eben auch für Theaterelemente. Da steht jetzt A1-Tipp. Da, wenn Sie da reingehen, auch für Muttersprachler, lassen Sie sich da nicht durcheinander bringen, irgendwie, dass das jetzt für A1 ist. Das kann man auch wirklich mit Muttersprachlern oder im B1 oder im B2 Niveau machen. Das szenische Lesen haben wir vorhin ein bisschen vor. Man kann auch einen heißen Stuhl spielen. Das ist alles wirklich sehr, sehr gut möglich, egal in welchem Niveau. Das Niveau, was hier angegeben ist, ist ab A1. Gut, ich sehe gerade, dass die Zeit praktisch rum ist. Dann versuchen wir jetzt mal kurz nur noch zusammenzufassen, den Film ansehen nach dem Lesen, den Vergleich mit dem Drehbuch zu machen, das bietet sich an. Und dann sehen Sie auch, dass Sie die Möglichkeit haben, Interviews und mehr auch hinterher noch einzusetzen. Sie haben ein Interview und dann haben Sie eben auch noch andere Interviews, die Sie auch im Internet finden und hier haben Sie die Links dazu. Dann bietet sich Projekt an. Da können Sie dann auch zurückgreifen auf die Themen, die Sie am Ende, die Sie im Trailer schon herausgearbeitet haben. Und dann gibt es hier auch noch Ideen allgemeiner Art. Link klicken, dann sehen Sie, können Sie hier, die haben Sie hier die Möglichkeit, auch noch mehr über Projektarbeit zu erfahren. Gut. Dann würde ich jetzt sagen, dass es also ganz noch ganz wichtig ist, dass die Schülerinnen und Schüler vielleicht auch Kontakt aufnehmen könnten mit dem Lars Kraume oder mit dem Dietrich Gaska oder auch mit den Schauspielern.
dass es Möglichkeiten gibt, auch verschiedene Entscheidungsfragen zu stellen. Zum Beispiel am Ende hättest du Lena geküsst, obwohl sie mit deinem besten Freund zusammen ist. Und dann könnte man eben auch geheime Abstimmungen machen. Und genau, dass man also das Fragen einfach möglichst nicht, nicht sich offen offenbaren muss, ja. Genau, und dann Diskussionen auch zur Moral zu führen und in welchen zum Beispiel könnte ich den Verrat verstehen, das wäre eben auch nochmal eine ganz wichtige Frage, mit der man sich auseinandersetzen kann. Apps und Tools für den DAF- und DATS-Unterricht finden Sie eben auch auf dem DERDI-DAF-Portal. Und da können Sie auch für Muttersprache, die können Sie für Muttersprache genauso gut einsetzen. Gut, und die letzte Frage, die ich machen wollte, was wir jetzt aber nicht mehr machen, würde ich sagen, ich sage es Ihnen einfach, was meiner Meinung nach jetzt die Fächer sind, wo man es einsetzen kann, im Deutschunterricht, im Ethik, in Geografie, Geschichte, Philosophie und so weiter, aber auch in Sozialkunde, Religion. Also man sieht, man kann also auch wirklich gut fächerübergreifend damit arbeiten und im CLIL-Unterricht. Es dient auf jeden Fall zu Demokratieerziehung. Dann gibt es die Zusatzmaterialien, die Didaktisierung vom Goethe-Institut in Dublin und von dem Goethe-Institut in Paris. Also auch da kann man für Muttersprachlerin sicher auch noch einige Anregungen rausnehmen oder aber die Didaktisierungen eben für DAF-Lerner. Dann gibt es das Filmheft von Vision Kino, was auch sehr viel interessante Materialien bereithält. Gut, und jetzt kommen wir wirklich zum Schluss. Und ist es für uns beide wirklich ein großes ein großes Leseerlebnis gewesen. Und da muss man einfach zu sagen, dass es am Anfang war es für mich nicht so einfach, weil es natürlich was anderes, ein Drehbuch zu lesen, als ein Roman. Aber es hat mich dann sehr, sehr schnell in den Bann gezogen und so sehr berührt auch die einzelnen Personen und Lust gemacht, sich weiter damit zu beschäftigen. Und ich weiß, Birgitta, was du, glaube ich, so ganz ähnlich. Genau, und ich habe mir direkt, nachdem ich das Drehbuch gelesen habe, das andere Buch gekauft von dem Dietrich Gaskade, wo ich jetzt gelernt habe, dass er leider gerade, dass er vor kurzem verstorben ist, aber es ist sehr spannend, auch dann die wirklichen Hintergründe zu lesen. Also es hat, aufgrund des Drehbuchs, habe ich direkt dann Lust gekriegt, auch das andere Buch zu lesen. Genau. Und also das ist irgendwie, ich habe es jetzt auch schon mittlerweile, ich hatte noch keine Zeit damit zu beginnen, aber ich muss sagen, wenn es das mit uns gemacht hat, hoffen wir, dass es das mit Ihnen auch macht und was natürlich dann noch viel besser ist, wenn es das mit Ihren Schülern auch macht, dass sie dann so motiviert sind, sich eben weiterhin mit diesem Thema und mit den einzelnen Personen auseinanderzusetzen. Und von daher, Sie sehen, es gibt unzählige Möglichkeiten. Jeder von Ihnen hat wahrscheinlich auch noch ganz viele tolle andere Ideen, was man damit machen kann. Sie sehen, hier sind absolut keine Grenzen gesetzt und die Frage, wie der Titel des Buches heißt, er heißt genauso, das schweigende Klassenzimmer ist es. Also vielen herzlichen Dank, ich wünsche Ihnen, dass Sie jetzt loslegen damit und danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und Ihre Geduld, dass wir jetzt ein bisschen überzogen haben und Sie trotzdem noch da sind, das freut mich sehr. Vielen Dank und hoffentlich bis zum nächsten Mal.